Genau. Und deswegen, also die Summe, was ich da nutzen will, ja, die Software halt, die kostet für 6 Festplatten ein Batzen Kohle. Ich könnte jetzt sagen, nee, da kostet sie, lass mich mal kurz überlegen, wie viel ist denn das? $60, glaube ich. Und $50, 50 oder $60, ich weiß nicht mehr genau. Für bis zu 12 Festplatten dann $80, glaube ich, und für unendlich $100 oder was. Bin mir auch nicht ganz sicher. Und das ist auch ein Batzen Kohle. Und ich sag mal, für einen nass langen 6 Festplatten ist natürlich die Frage, ob ich darauf auch einen Minecraft-Server laufen lassen kann oder ob ich da wieder was anderes planen müsste. Da müsste ich halt dann mal schauen. Weil das weiß ich jetzt echt noch nicht dann genau. So. Okay, gut, funktioniert sogar teilweise. Ich will die auf jeden Fall jetzt nur verbauen, damit die aus dem Inventar draußen sind. Jo, und noch eine. Passt. Dann gehen wir jetzt hier gleich mal weiter, damit wir jetzt zu der Mauer zumindest sind. So. Wo war jetzt stehen geblieben? Genau. Mit dem Server. Wie gesagt, da muss ich mir mal einlesen. Ich werde mir wahrscheinlich auch ein paar Tipps nur holen von ein paar Leuten und mal online schauen, ob ich da mit Tipps holen kann. Damit wir das auf jeden Fall irgendwie zum Laufen kriegen. Aber solange mein Internet eh nur so kacke ist, brauche ich da noch lange nicht an einen eigenen Server oder was denken. Jo. Hier und hier und. Oder man, wir könnten auch das einfach so machen. So, den da drauf. Ah, ne, du musst ja auch wieder runter. Ja, das wird überall wehtun. Aua. So. Da müssen wir uns auf jeden Fall auch noch irgendwas überlegen. Vielleicht machen wir uns hier einfach auch noch mal aufkommen. Dahin, 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 dahin. Bin ich jetzt auf der Höhe? Jetzt bin ich auf der Höhe. Hallo? Ich möchte hier doch nur was hinbauen. So. Und. So, jetzt können wir hier weitergehen. Perfektomatico. Eins, zwei. Jetzt haben wir hier zu. Und jetzt von da. Genau. Ich habe ja gestern schon angefangen zu sagen, was alles so mein PC jetzt verbaut ist. Wo ich dann auf die Server-Idee kam. Bin jetzt gerade wieder rausgekommen, kurz. Und zwar habe ich mir in einem D Ryzen 3 3200 GB gekauft. Jetzt sagen wahrscheinlich einige, ja, der ist total schwach. Der hat doch nur 4 Kerne. Ja. Echt gerade unangenehm. Ganz Bärtchen juckt. Da muss ich mal wieder rasieren. Ja, klar ist der nicht der leistungsstärkste, was jetzt gerade momentan von Ryzen auf dem Markt ist. Mit 4 Kernen ist eigentlich auch schon eher, ja, was für die Seltenheit, weil man jetzt doch eher auf 6 und 8 Kerne geht. Aber ich wollte was halbwegs Billiges haben. Halbwegs, der hat mir jetzt trotzdem 80 Euro gekostet. 80 Euro ist immer noch viel Geld. Und genau. Und ja, der vor allem das
Der Vorteil bei daran war jetzt, der hat einen Grafikausgang gehabt. Was ich bei den anderen halt alles nicht hatte. Das heißt, ich hätte dann überall immer Grafikkarte dazu kaufen müssen. Und gerade die wollte ich mir sparen, weil die ist ja auch mitunter das teuerste. Und deswegen habe ich mich dann teilweise auch für den halt entschieden. Um mir einfach da ein bisschen Geld am Anfang zu sparen. Ne? Und den halt dann ohne Grafikkarte Zeit lang zu betreiben zu können. Sorry für die vielen Pausen, da bin ich mal belegen. So. Genau. Deswegen ist es ein AMD Ryzen 3 3200G geworden. Mit der Option natürlich noch eine Grafikkarte nachzurüsten, sobald die einfach im Preis ein bisschen gesunken sind. Die sind viel, viel zu teuer momentan. Das ist Wahnsinn, was du was du gerade für Grafikkarten zahlst, und das will ich momentan einfach nicht zahlen. Bin ich ehrlich. Sehe ich nicht ein. Vor allem nachdem nächster die neue Generation rauskommt, dann brauche ich jetzt nicht viel Geld investieren. In eine neue Grafikkarte. Langt schon, wenn ich jetzt viel Geld in den PC investiert habe. Genau. Dann. Was ist noch dabei bei dem PC? Upsala. So. Ich wollte hier nur durch. Ich habe dann noch 16 GB Arbeitsspeicher mit eingebaut. Einfach bloß, damit der doch ein bisschen Leistung hat zum Arbeiten auch. Oh Mann. Und nicht ganz schwach auf den Rippen ist und man doch ein bisschen was mit dem anfangen kann. So, jetzt schließe ich auch ein Arbeitsrechner, teilweise. Damit ich in der Uni auch auswählen kann, beziehungsweise Discord drüber aufmachen kann. Oder auch meine Musik dann. Gut, dann. Was habt ihr noch alles drin? Das Board ist ein B450er Board, also das aktuelle. Wo vielleicht für mit Bias Update für die neue 4000er Serie geht. Vielleicht. Da sind es auch immer noch alle. Ja, es könnte gehen, muss aber nicht. Ja, und hier und mehr. Ja. Einfach sich mal offen bekundigen. Können solche Leute anscheinend nicht. Aber das weiß auch keiner so genau. Angeblich soll es funktionieren. Schauen wir mal. Also Optionen für einen besseren Prozessor sind da. Optionen mit sich sehr wahrscheinlich nicht gezogen, was einfach nur zwei Trainer sein soll. Da langt der. Vielleicht mit der weißen 2600, 2700 mal drin. Aber das sind auch eher Gedankenspiele momentan. Dann habe ich ein 700 Watt Netzteil drin. Warum? Es kann auch ein kleineres. Ich wollte ein kleineres haben. Wir hätten 500 Watt gereicht. Aber momentan sehr schwierig überhaupt eine Zeit zu bekommen. Man muss so sagen, da kann man momentan echt froh sein, wenn man überhaupt irgendwie ein Netzteil bekommt. Und dann habe ich mich halt für das entschieden, weil ja, ich wollte von der Marke eins, ich bin von den zwei zufrieden. Ich wollte ein halbwegs modulares haben. Einfach um auch ein bisschen Kabel zu sparen bei mir im PC drinnen. Weil so bin ich dann doch immer dabei. Ja, dann hast du da wieder zu viel Kram, da wieder und da wieder. So kann ich einfach sagen, gut, ich pack nicht alle Kabel drin, baue die ein, was ich brauche und fertig. Und lass mal kurz überlegen, was ist noch drin. Also genau, 700 Watt jetzt halt, wo die ganze Kiste befeuert. Das B450er Board. Setzen wir bei Arbeitsspeicher. Ach genau, eine M2 SSD habe ich noch mit eingebaut. 500 GB, wo einfach damit das Betriebssystem drauflaufen wird und die meisten Programme. Also sowas wie Microsoft Office werde ich mir wahrscheinlich nur holen, was einfach angenehm ist für die Uni.
mein Virenscanner wird drauf laufen und. Also es wird alles dann da drauf laufen. Jetzt habe ich zweimal denselben Typi. Blödes Baby. Ja. Und genau, einmal zu dem Zunum. Und dann werde ich wahrscheinlich noch 3,5 Zoll Festplatten im Daheim liegen nur einbauen. Und auch noch 2,5 Zoll Festplatte, wo ich noch rumliegen habe. Entweder die Festplatte oder die 120 GB große SSD. Das weiß ich jetzt aber auch noch nicht genau, welche es dann wird, wo halt eingebaut wird, weil ja, im Endeffekt ja, schwierig zu sagen, das ist die klügere Variante, das einzubauen. Das brauchst du immer. Die Idee war halt, wenn ich jetzt so einen Server aufbaue, wo halt wo dann die ganzen Spiele halt runterladen, damit ich da halt die 150 GB da nutze halt, damit da der Treiber des Server drauf läuft, das Betriebssystem. Aber ob ich das jetzt mache, bin mir noch unsicher. Vielleicht baue ich auch einfach alle in das Gehäuse ein, hab da ein bisschen mehr Speicherplatz, wo ich noch bis Daten sehen kann. Die Videos sind da drauf dann alle. Und vielleicht auch so damit da drauf zugreifen. Mal schauen. Genau, dann haben sie eigentlich heute für die Woche schon wieder. Ich werde mich jetzt hinlegen, morgen die Videos schneiden. Morgen Abend werde ich dann nochmal aufnehmen. Für euch wisst ihr eigentlich schon, was gekommen ist. Morgen Abend werde ich Portal für heute Abend aufnehmen. Also heute Abend um 17 Uhr kommt Portal, die 5. Folge, und die werde ich morgen Abend aufnehmen. Genau. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde mich jetzt hier im Spiel ins Bett legen. Ich werde mich im realen Leben jetzt ins Bett legen. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal hier in Minecraft mit dem neuen Aufnahme-PC wahrscheinlich. Mal schauen, wie das alles funktioniert. Ich bin gespannt. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Schlaf gut. Servus.